So gut. Zusätzlich zur Rüstung habe ich den Befehl erteilt, dass Ihnen all unsere Waffen und Ausrüstungsgegenstände... Wuhu! So, aber unsere Rüstung ist, glaube ich, nicht so gut wie Veronikas. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja, genau, ein Kleid. Was? Ja, guck mal hier, absoluter Müll, was die uns hier gibt. Waffen. Kleidung. Dankeschön. Genau. So, ich nehme nämlich jetzt hier... Powerrüstung der Bruderschaft, Powerrüstung, Powerrüstung der Bruderschaft, Powerrüstung. Ich weiß, dass ich überlastet bin. So, und du gibst uns jetzt mal hier so ein bisschen Gedöns, was du hier hast. Ein Kleid vielleicht? Oder obwohl, wir geben dir hier die Kampfrüstung und so weiter. So, und jetzt sehen wir nämlich aus. Like a tot. Okay, gut. So, jetzt gehen wir mal bei den Einkaufen. Wir können die Powerrüstung tragen. Wie geil ist das denn? Beste Rüstung ever. Hallo! Kaum zu glauben, dass Hardin jetzt... So, zeig mal dein Angebot. Unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen Sie ihn sich mal an. So, was hast du an Kleidung hier? Die Kampfrüstung verstärkt. Braucht doch kein Schwein. Hä? Hast du nichts Tolles? Irgend sowas, wo man sagen kann, wuhu! Was kann ich dir denn geben? Guck mal hier. SPS 59. Schaden 12. Ist beides Müll. Kannst beides haben. Die kannst du auch beide haben. Die kannst du haben. Die Plasma-Granaten kannst du alle haben. Die Plasma-Minen kannst du alle haben. Nee, das kriegst du nicht. Tristral, das Gewehrte, das kriegst du, glaube ich, nicht, weil das ist... Das macht ja jetzt schon 108 Schaden. Was meinst du, wenn das Ding voll ist, wie das hier abgeht? So. Akzeptieren. Nein. Akzeptieren. So, was hast du hier an Waffen? Außer Müll. Natürlich. Superhammer. Thermische Tristral-Lasergewehr. Das ist das doch. Was macht das Ding für einen Schaden? Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. 181. Oh, aber es kostet so viel. Aber wir haben auch so viel Geld. Wie nimmt das Ding? Ja. So, wir verlassen gerade mal. Ja, oh ja, das glaube ich, dass das ein Vergnügen jetzt für dich war. So, zack. Wir gucken mal nach Waffen. Oh yeah. Veronika, komm mal her, du hast doch noch so ein bisschen was hier angedönst. Ja. Haben Sie was Feines? So, Waffen. Nein, nicht von mir. Von dir will ich doch die Waffen wissen. Hier, du hast doch... Genau. Die Plasma-Pistole zum Beispiel. Plasma-Werfer, ja. Pff. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das halt behalte ich. Das behalte ich auch mal. Kleidung. Die eine Kampfrüstung kann weg. Kann weg. Kann weg. Und kann weg. Ich weiß, kann ich mal laufen. Schaffe ich. Haben Sie sie gefunden? Da zeigen Sie mal Ihr Angebot. Die Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen Sie ihn sich mal an. So, Waffen. Also, was wollte ich denn jetzt gerade loswerden? Habt ihr irgendeine Waffe hier reingepackt? Hab ich doch, oder? Lass mal Gewehr, lass mal Pistole, genau das Ding. So, Kleidung, weg. 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 Akzeptieren. Auf Wiedersehen. Ich bin immer noch zu schwer. Willst du mich jetzt verarschen?
Sag's mich nicht! Haben Sie sie gefunden? Nein, ich weiß auch gar nicht, was du meinst. Zeig mir dein Angebot. Unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen Sie ihn sich mal an. Plasmagewehr. Ja gut, ich habe eigentlich gute Waffen. Die Laserpistole. Das Plasmagewehr. Nein. So. Ein Vergnügen. Jetzt bin ich nicht mehr zu schwer. Nein. Du hast uns also gerade eine Aufgabe gegeben. Oh, Laura, die Rums an Nellys helfen. Veronika, wie ist die Legion? Dafür gewinnen wir Hochzeit, Nachtbücher und Trapsen. Tja, gut. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall ziemlich schnell mit der Rüstung hier unterwegs, obwohl das eine schwere Big Daddy-Rüstung ist hier. Lala. Ach, Moment, da ist doch die Kiste in der Ecke. Ist das die Kiste in der Ecke? Die Kiste in der Ecke. Oh, man. Dankeschön. Sag mal, blöder Köter, komm her. So, unsere Tussi sieht jetzt aus wie so eine Wall-Tussi. Ja. Ich sehe auch aus wie einer von der stillenden Bruderschaft. Es ist ja auch so. Wir brauchen unbedingt mal was zu essen hier. Hilfsmittel. Fangen wir von oben an. Nein. Nein. Ja. Futter! Das große Fressen. Toll, so viel gefuttert, es bringt kaum was. Bewegt sich kaum. So, Kleidung. Es ist laut hier. Hochzeit. Gucken wir mal, das ist ja auch da oben. Waffenschieber, Ausfall von Freeside, jawohl. Das sind wir. So, und an der Stelle machen wir jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen. Euer Dank, Eli. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Runde. Fallout 3. Woo, die zweite übrigens heute. Also, wenn ihr die gestrige Folge gesehen habt, oder die jetzt gerade, besser gesagt, dann sind wir immer noch am selben Tag. Nur momentan macht das mir so einen Spaß, das Spiel zu spielen. Und oh, da müssen wir direkt mit jemand reden. Wir müssen ja jetzt die Drogenfuzzis hier helfen. Guck mal hier, hallo Drogenfuzzi. Suchen Sie nach einem Schuss? Ja, könnten Sie mir etwas über Bill und Jacob erzählen? Ja, Mann. Diese Schlitzohren sind über beide Ohren abhängig von dem Scheiß. Können nicht genug kriegen. Ziemlich lustiges Spektakel. Okay, ich möchte, dass Sie Bill und Jacob nicht mehr beliefern. Echt? Oh, Sie sind ja ein richtiger Engel. Wissen Sie was? Ich würde vielleicht aufhören, wenn für mich dabei was rausspringen würde. Die NK beliefert Sie also mit billigen Drogen, um Freeside zu behalten? Warten Sie mal. Sie können doch nicht rumlaufen und so eine Scheiße erzählen. Natürlich. Okay, ich verstehe, was Sie meinen. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darum zu machen, dass ich die beiden beliefere. Sehr gut, sehr gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Abgeschlossen, den Drogenhändler erledigen. Hätten auch einfach töten können, vermutlich. Hallo, ich bin's. Sie sind also wieder da. Haben Sie ein paar Drogen für mich? Aber sowas von gar nicht. Ich habe mich um diesen Dealer gekümmert. Jetzt können Sie clean werden. Was? Ich brauche jetzt einen Schuss? Vergiss es. Ich möchte, dass es ihm bald wieder gut geht, Jacob. Okay, wenn Sie sich wirklich solche Sorgen machen, dann holen Sie mir mal ein paar Schüsse Fixer, um die Nerven zu beruhigen. Ich brauche mindestens 10 Dosen, um die Woche zu überstehen. Danach werden mir die Anhänger helfen können. Sprache, 50. Seien Sie stark, Jacob. Mit der Unterstützung Ihrer Freunde können Sie das durchziehen. Ich glaube, Sie haben recht. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ich begebe mich zur Entziehung ins Fort und in die Hände der Anhänger. Sehr gut! Woo! Auch diesen Kerlchen haben mir geholfen. Jetzt haben wir hier noch ein Kerlchen, dem wir helfen müssen.
Lalalalalala. Wir sind ein so toller Engel und so süß sind wir. Gerade vorhin haben wir hier alle in diesem Waffengeschäft umgemerzt. Ja, und jetzt gehen wir hin. Eieiei, wenn ich mir das vorstelle. Naja, gut. Lalalalalala. Okay, Daten werden geladen, gerade so ungefähr. So, sollen wir da etwa reingehen? Bei Mick and Wolves. Möchten Sie einen Gegner an der Flucht hindern, dann verkrüppeln Sie seine Beine. Okay. Wieso tut ich ihn einfach nicht abknallen? Geht genauso. Einfach einmal den Kopf und fertig. Du. Ist Ihnen das Glück hold? Du hässliche Tussi, sei ruhig. So, hier sind alle tot. Oh mein Gott, sie sind alle tot! Da liegt die Leiche noch rum. Ach, Moment, da ist er noch verschlossen. Geht nicht. Was hast du noch? Die Kampfrüstung. Ich habe eine bessere. Hallo! Kommen Sie, Mann. Ich krepier hier gleich. Vergiss es. Sprache 50. Julie und der Rest ihrer Freunde vermissen Sie, Bill. Braucht Ihre Hilfe. Oh, Julie. Ich hab echt Mist gebaut. Hast du? Ich gehe zum Fort und ruhe mich etwas aus. Ich lass mich schon viel zu lange gehen. Stimmt. Wuhu! Abgeschlossen. Zu Julie zurückkehren. Kann ich nicht hier einfach drüber zu Julie zurückkehren? Geht doch bestimmt. Geht das nicht? Nö, der sagt nein. Na gut, wenn der nein sagt, dann lassen wir es lieber. Wenn er jetzt aber sagt, dass ich unten wieder durchgehen soll, dann kriege ich einen Keks. Das will er nämlich bestimmt. Was ein Glück haben wir so eine gute Sprache hier. Sprache ist immer sehr wichtig hier im Spiel, finde ich zumindest persönlich. Nein, wir wollen nicht. Ich krieg einen Keks, ey. Der will wirklich, dass wir hier unten durchgehen. Anstatt uns einfach unten durchzulassen. Oh Mann! Wenn man es kaufen kann, wenn sie es im Mick and Wolves. Im Mick and Wolves. Den Kerl würde ich gerne mal einen über den Latz ziehen, ey. Freeside. So, einmal hier rein. Zack. Na auf. Lade. Sehr wohl. So. Ach, die ist hier bei sich zu Hause. Judy! Wo bist du? Judy! Warum habe ich jetzt eigentlich die Waffe gezogen? Steh auf! Los! Hallo! Hey, brauchen Sie Hilfe? Nein! Ich habe dir bei diesen Suchtproblemen geholfen, was Sie auch immer da erwähnt haben, da letztens so. Ich habe Sie gesehen. Vielen Dank, dass Sie ihnen geholfen haben. Das bedeutet den Anhängern der Apokalypse viel. Sie haben unseren Dank. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Medikamente brauchen. Jetzt, wo uns Jacob hilft, können wir einmal am Tag ein Stim oder etwas Fixer entbehren. Sie sagen, Sie können ein paar Vorräte entbehren? Sicher. Wollen Sie ein Stimpack, Fixer oder Redaway? Ein Redaway. Sie müssen noch 24 Stunden warten, bis wir mehr davon haben. Im Moment brauchen wir... Alles klar. Auf Wiedersehen. Akzeptiert. Die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. So. Lalalalalala. So, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wunderbar. Zack. Eine Aufgabe ist erledigt. Gehen wir zur nächsten. Nachtpirscher, ich höre dich drapsen. Lilly um Hilfe bei den Untersuchungen der Nachtpirscher-Mutation. Die Ursache für die Nachtpirscher und Tarnmutation finden, das war da oben. Dann machen wir das doch mal. Gehen wir jetzt erstmal hier raus. Springen, hallo, los. So, da ist der Ausgang. Wieso habe ich diese blöde Waffe hier? So. Hallo. Hallo.
Ich habe dein Essen runtergeschmissen.